TV Überregional ist hier im Einsatz bei der Feuerwehr Wieslo. Sehr verehrte Damen und Herren, wir haben hier heute die Möglichkeit gehabt, eine Hochwassersperre zu sehen, zu erleben, zu begreifen, auch wirklich anzufassen und in Einsatz zu bringen. Es wurde uns hier ein Produkt vorgestellt, das uns ermöglicht, anströmendes Wasser sehr schnell in die richtigen Bahnen zu lenken, aufzufangen und eben damit Hochwassergefahren von dem Bürger abzulenken. Wo befinden wir uns gerade? Der Abwasser-Hochwasserverband Wiesloch hat uns die Möglichkeit gegeben, hier auf seinem Gelände diese Vorführung stattfinden zu lassen. Was für uns ein großer Vorteil war, dass man eben hier auf diesem abschüssigen Stück das wirklich wahrheitsgetreu und originalgetreu auch mal anschauen zu können. Ihr Name und Dienstgrad? Mein Name ist Peter Hecker, bin Kommandant hier bei der Feuerwehr Wiesloch. Was für Beispiele können wir jetzt nehmen? Bayertal? Es gibt viele Anwendungsbeispiele. Man kann es dem Bürger vermitteln, dass er mit so einer Hochwassersperre sein Eigentum sichert, schnell sichert, mit wenig Aufwand, mit wenig Personalaufwand und auch mit einem kleinen Packmaß. So ein Gerät kann in einer Garage stehen und kann bei drohendem Hochwasser in Stellung gebracht werden. Also sowas kann man dem Bürger in Bayertal und in Schatthausen anraten. Aber auch die kommunalen Feuerwehren werden sich überlegen, ob man so ein Produkt beschafft für die Zukunft, um eben der Hochwassergefahr etwas entgegentreten zu können. Haben Sie Tipps für Vorsorgemaßnahmen bei den Bürgern, die hochwassergefährdet sind, außer dieses Gerät? Unser Tipp von Seiten der öffentlichen und kommunalen Feuerwehren: Wir werden immer dem Ereignis hinterherlaufen. Wenn sich ein Starkregenereignis ankündigt und wenn man weiß, man liegt in einem Gebiet, wo man betroffen sein kann, wo man auch schon öfters betroffen war, dann ist unser vordringlicher Rat, unser Hauptrat zu sagen: Leute, sorgt selbst vor, baut irgendwelche Sperren ein, die ihr vorbereitet habt und die fertig gerichtet sind und auch schnell zu montieren sind. Das ist unser Rat. Da das, was die Feuerwehr tun kann, immer nur ein Nacharbeiten, ein Hinterherlaufen zur Lage ist. Bis Sandsäcke angekarrt sind oder auch bis Systeme in Stellung gebracht sind, ist das Ereignis oftmals schon so weit, dass der Bürger davon betroffen ist und schon einen Schaden erlitten hat. Wann kann der Bürger, der Zuschauer, zum Beispiel Wiesloch und Kraichgau, wann kann der bei Ihnen, bei der Feuerwehr vorbeikommen und sich beraten lassen? Für uns, für unsere Feuerwehr Wiesloch, kann man aufs Rathaus kommen, zu mir in die Dienststelle, ins Büro, kann sich da beraten lassen. Man kann aber bei seiner freiwilligen Feuerwehr in dem Ort, wo man wohnt, jederzeit zu deren Übungszeiten, zu deren Übungsdiensten kommen oder zum entsprechenden Kommandant oder Wehrführer und kann sich dort beraten lassen, kann einmal anschauen, sich erklären lassen, welche Möglichkeiten die Feuerwehr hat und sich eben da ein Bild machen, in welcher Art und Weise man auch schon selbst tätig wird, um sich vor Hochwasser zu schützen. Wir bedanken uns recht herzlich für das Interview und wünschen weiterhin trockene Zeit. Dankeschön. Mail aufgeschnappt und ich habe mich beim Herrn Jungen und habe gesagt, Mensch, ich hätte Interesse, das zu sehen. Und dann ging es so beim Ratzfatz. Wir machen das in Wiesloch. Da hatte ich aber nicht die Möglichkeit, das vorzuführen. Dann sind wir in Kontakt gekommen mit AHW, Abwasser- und Hochwasserverband Wiesloch. Der heute vertrete ich durch den Herrn Gärtner. Vielen Dank nochmal, dass wir auf dem Gelände sein dürfen. Dann haben wir das geklärt und dann sind wir eben dazu gekommen, dass wir hier das ausprobieren zeigen können. Ja, wir haben vorhin gesagt, wir sind Feuerwehrleute untereinander. Rudi, Rüdi, jetzt bist du dran. Führ mal deine Gerätschaften vor und das, was du uns zeigen willst. Okay, danke vielmals. Mein Name ist Rudi Jungen. Ich hoffe, ich bringe ein Deutsch zustande, das ihr hier in Deutschland auch versteht. Für uns Schweizer ein bisschen ungewohnt. Aber ich bin jetzt seit einer Woche unterwegs in Deutschland und hoffe, dass Sie mich verstehen. Ich bin selber Feuerwehroffizier gewesen, viele Jahre in der Schweiz. Das Produkt habe ich kennengelernt beim Tunnelbau, als bei uns die NEAT gebaut wurde, Schweiz, Italien. Und da hatten wir das Problem mit schnellem Wassereinbruch und sollten etwas Schnelles haben, um das Wasser abzuleiten, Baustelle zu sichern. Ich bin dann an die Erfindermesse in Genf gefahren, habe dort zufällig dieses Gerät kennengelernt. Das hat so einfach ausgesehen,
habe gesagt, machen wir selber, bin nach Hause, habe meine eigenen Prototypen gemacht mit dem Sattel zusammen. Dankeschön. Guten Tag. Und dort haben wir dann die Vor- und Nachteile gesehen. Später wurde es dann in die Schweiz eingeführt und die Baustelle hat dann diese Sperren beschafft. Und wir haben dann damit gearbeitet und jetzt seit 15 Jahren bin ich jetzt mit diesem Gerät unterwegs, für anderen Feuerwehrkameraden etwas Neues zu zeigen. Ich verkaufe nur oder vermittle eigentlich nur dieses Gerät, sonst gar nichts. Alles, was mit Feuer zu tun hat, da wird heute schon am obersten Niveau eigentlich das Beste und Neueste verkauft. Immer wieder ein neues Strahlrohr, ein Zusatzmittel, eine bessere Pumpe. Und eigentlich ist beim Feuer das Löschen nur zum richtigen Zeit, das Wasser am richtigen Ort haben und fertig. Beim Hochwasser hat es in den letzten Jahren einfach immer wieder Hochwasser, 100-jährige Hochwasser gegeben. Und wenn dann die innerhalb von 10 Jahren 3-4 Mal ein 100-jähriges passiert, dann ist dann irgendwie etwas neu in dieser ganzen Sache. Und diese Starkregen, diese kurzfristigen Platzregen, die wir wie im tropischen Raum immer mehr auch bei uns haben, das überfordert unsere ganze Kanalisation, überfordert auch die Rettungskräfte und die ganzen Hausbesitzer und plötzlich ist einfach der Keller voll. Ich sage immer so, in der Garage, wenn die 2 Zentimeter hoch das Wasser über die Kante läuft, das ist nicht viel, 3 Meter breit. Wenn das eine Sekunde ist, sind das 50, 70 Liter Wasser. Wenn es eine Minute lang ist, dann sind es schon 3000 Liter. Und wenn dann der erste Offizier dabei ist und sieht, wie das da kommt, dann organisiert er Sandsäcke. Bis die vor Ort sind, geht es mindestens 10 Minuten. Dann sind aus diesen 3000 Litern bereits 30.000 Liter geworden. Und dann ist die Garage halb voll. Das ist einfach die Tatsache. Und wenn wir nicht im ersten Moment und sehr schnell auch jetzt im Wasserbereich etwas haben, das wir auslegen können, sind wir eigentlich zu spät meistens. Und dann müssen wir nur noch mit der Pumpe hinten rein und einfach nur noch rauspumpen. Und die Feuerwehr ist eigentlich kein Putzinstitut. Das ist so meine Erfahrung, wie ich gemacht habe. Wir werden jetzt hier schnell da unten die Sachen anschauen. Jeder kann da so einen Beutel rumtragen und sieht dann etwa, wie das aussieht im gelagerten Zustand. Dann werden wir versuchen, da auf der Höhe der Sandsäcke diese Wassersperre aufzubauen. Ich habe 3 Stück, die kann man zusammenkletten und dann mit den Sandsäcken noch beschweren. Und dann werden wir von hier oben das Wasser runterfließen lassen und schauen, was da passiert. Ja, machen wir doch mal. Augenblick, eben ist noch ein größerer Chef eingetroffen vom AHW, der Herr Zöllner. Auch dir, Josef, nochmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier das alles vorführen zu dürfen. Und ich darf, glaube ich, auch sagen, es steht was zu trinken und zu essen bereit. Genau, ja. Kann man auch gerne während der Vorführung sich bedienen, also muss man nicht warten bis zum Schluss. Auch dafür nochmal vielen Dank. Okay. Danke vielmals. Also das ist jetzt gerne gemacht, weil der Hochwasserschutz ist ja hier bei uns in der Region ein ganz massives Thema. Ja. Und dementsprechend, wer was schafft, muss auch was essen. Herzlich willkommen. Schön, danke vielmals. Gut. Okay. Das sind 20 Kilo, 22 ungefähr so, ein Mann noch zum Tragen, gut, schwer genug. Jetzt ist sie noch ein bisschen schwerer, weil sie war gestern noch im Wasser und über Nacht konnte ich sie im Hotel nicht gut aufhängen zum Trocknen. Gut, wir schauen uns zuerst das Bildchen an, so ungefähr wird die Plane dann gegen das Wasser ausgelegt. Wir haben 50 cm Stauhöhe, das heißt, Bodenplane ist dann viermal die Stauhöhe, ist dann 2 Meter circa. Bevor wir sie einsetzen, schauen wir eben diese
Piktogramm, das heißt, das Wasser kommt von da. Dann können wir sie mal so ausrollen. Das ist eine ganz normale PVC-Plane. Sie ist bedingt Wasser-, Benzin-, Dieselresistent. Muss aber nachher sauber gewaschen werden, weil sonst der Weichmacher ausgewaschen wird. Licht UV-beständig, bedingt beim Lagen besser in einem dunklen Raum lagern. So funktioniert dann die Plane. Die wird dann gegen das Wasser ausgelegt. Wenn wir die brauchen, um einen Fluss zu stauen, was wir auch können, dann werden wir die Plane hier vorne haken. Das Wasser wird nach unten durchfließen. Oder beim Einsatz im Hochwasser, das Wasser ist schon da. Das Wasser wird jetzt hier nach unten durchfließen möglicherweise. Und koordiniert alle miteinander werden wir die sie dann absetzen. Wassersperre bereit zum Einsatz. Achtung, jetzt! Dann ist es wichtig, dass wir schnell hier diesen Lappen fixieren. Dann bringen die Kameraden einige Sandsäcke, die wir dann vorne hier auf diese Kante legen, um das Wasser möglichst dicht am Boden zu fassen. Was wird jetzt passieren? Das Wasser wird sich hier in diesen Teil hinein gehen und wird dann den ganzen Teil so zurücklegen. Und wenn es dann hinten nicht mehr raus kann, bleibt ihm nichts anderes übrig, als diesen Teil so aufzustellen. Wenn das 50 cm sind hier, haben wir hier auf einen Laufmeter über 500 Kilo Wasser auf der Plane. In diesem Keil drin haben wir noch einmal 250 Kilo. Das heißt, wir haben hier auf einen Meter 700 Kilo, 700 bis 800 Kilo Wasser, die diese 50 cm Wasser, die daher drücken, mit etwa 260, 300 Kilo auffangen. Also wir haben eigentlich viel mehr Gewicht am Boden, als das wir von vorne haben. Wenn das Wasser nicht 50 cm hoch wird, das kann nur 20 cm sein, dann wird es einfach so flach liegen. Hat die Gefahr, dass es zusammenklappt, nicht gegeben? Schwimmt es von selbst auf? Oder ist das durch den Fließwasserdruck dann, bleibt es weiter aufgerichtet, wenn es nicht die volle Höhe erreicht, die für die es gebaut ist? Nee, eigentlich das Wasser ist oben immer schwerer, als dass es die Stauhöhe ist. Es kann die Plane, wenn wir auf, das werden wir hier jetzt das Phänomen dann haben, dann machen wir Folgendes. Wir werden nämlich, dass etwas Wasser wird immer unter der Plane durchgehen. Und wenn das dann von hinten nach vorne die Plane auf den Boden belastet, dann kann es passieren, dass das Wasser, das bereits unter der Plane ist, nicht mehr nach hinten weg kann, auf diesem dichten Untergrund. Dann wird sich das Wasser unter der Plane langsam verteilen zu einem dünnen Film. Möglicherweise ist ein Riss oder ein Gully oder etwas darunter. Dann wird es dort verschwinden. Wenn das aber nicht ist, dann kann es einen Film geben unter der Plane und die Plane könnte eventuell wegrutschen. Darum legen wir hier im hinteren Teil entweder Sandsäcke oder irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, ein Ballett, das leer geworden ist von Sandsäcken, schieben wir da ein bisschen runter. Dann geben wir dem Wasser unter der Plane die Möglichkeit, nach hinten wegzufließen. Der große Vorteil von dieser Plane oder von dieser Hochwasserschutzsperre ist ja der, dass wir über alle Blumenrabatten,
über Mittelinsel, Straßeninseln, über alle Mauernstücke die Plane verlegen können. Wichtig ist einfach, dass wir die vordere Kante möglichst dicht am Boden halten, und was hier hinten passiert, wie uneben das da hinten ist, spielt eigentlich keine Rolle mehr. Wenn das Wasser einmal hier drauf ist, in diesem Keil drin ist, dann kann es nicht mehr weg. Wie sieht es jetzt aus, wenn die Strömung quasi längs weggeht? Also das heißt, die Strömung geht jetzt nicht 90 Grad auf die Sperre drauf, sondern die Strömung macht dann so eine Kurve und also der Bach, der kommt hier oben durch, alles ziemlich starke Strömung, und dann bricht er in diese Bucht hinein oder in diese Einfahrt hinein. Dann wählen wir die Judo-Taktik. Wir gehen mit der Plane ein bisschen zurück, bis das Wasser gegen uns kommt. Lassen die Plane auffüllen, bis wir den See haben vorne. Und dann haben wir stehendes Wasser vorne und das Wasser wird vorne weitergehen. Also Seitenströmung macht der Plane nichts. Also Seitenströmung verursacht jetzt nicht ein Wandern der Plane. Wir versuchen immer, das Wasser in die Plane reinzubekommen. Also wir gehen mit der Plane nicht an die Straßenkante hoch, wenn da die große Strömung ist. Verstehen Sie, was ich meine? Wenn die Strömung allzu stark in diese Richtung ist, gehen wir eher ein bisschen zurück, dann wird das Wasser auch kommen und dann werden wir es da packen, wo wir den idealen Winkel haben, werden das Wasser aufstauen, dass es einen See bildet und die Strömung vorne weggeht. Es geht vielleicht nicht überall, immer. Aber wir müssen, je spitzer und je steiler das Wasser natürlich an dieser Plane vorbeifließt, je weniger Kraft haben wir, um diesen Keil aufzustellen. Ich kann Ihnen aber Bilder zeigen, wo wir mit der kleinen Sperre einen Bach, eine Ufererhöhung gemacht haben, und das hat tiptop funktioniert. Ablenkung könnte man ja noch mit Sandsäcken dann machen, ne? Um die Plane hinzulenken. Das Wasser. Sandsäcke sind im Hochwasserschutz nicht verzichtbar. Das ist das Allerweltsmittel. Ist einfach eine Frage der Menge. Diese Plane ersetzt 10 solche Ballette, wenn wir dasselbe machen wollen. Die sind schnell aufgebaut. Die grüne, das sind 15 Meter, das wären noch einmal 10 oder noch mehr Ballette. Also habe ich da im PW eigentlich etwa 20 Ballett Sandsäcke dabei. Über Logistik müssen wir dann nicht mehr diskutieren, oder? Das kann man mieten, kann man wieder nähen. Eines ist einfach wichtig. Diese Kante ist kein Handgriff. Wenn die Plane schon mit Wasser belegt ist, dann müssen wir, dürfen wir, keinesfalls hier irgendwie noch wollen Korrekturen machen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Da machen wir nur die Plane kaputt. Wir haben vorne die kleinen Schlaufen, wo wir sie reinbringen. Und hinten haben wir die großen Schlaufen, wo wir sie rausnehmen. Und zwar sind da etwa 10 Schlaufen auf 20 Meter. Das heißt, wenn wir mehr als 2 Kilo, wenn die Plane 20 Kilo ist, wenn wir viel mehr als 2 Kilo an einer Schlaufe reißen, dann machen wir auch etwas Falsches, dann ist noch Wasser oder Steine auf der Plane. Also heben wir die leicht an und lassen das Wasser nach vorne lausströmen und am Schluss können wir nur noch die Plane rausnehmen. So, jetzt zeige ich Ihnen noch etwas für Feuerwehr, Ölwehr, Einsatz im Bach. Diese Klappen hier, wenn das Wasser, wenn ein Bach aufgestaut wird, um ein Ölbindemittel einzubringen, um das verunreinigte Löschwasser abzusaugen, um Beruhigungsstrecke zu machen, können wir mit diesen Klappen aber das saubere Wasser, das unten im Grund vom Bach fließt, die Klappen aufmachen und das saubere Wasser unten weglassen. Und oben haben wir das Verunreinigte. Das sind noch so Prototypen, die wir hier gemacht haben. Heute sind sie noch ein bisschen tiefer und ein bisschen größer, die einzelnen Klappen.
bedingt dann aber auch, dass man die Klettverschlüsse sauber reinigt, dass sie dann auch wieder dicht sind, wenn sie dicht sein müssen. Das für den Einsatz Ölchemiewehrbereich. Wir können diese Plane natürlich auch bei jedem Brandfall, wo wir irgendwelche verunreinigte Löschwasser haben, einsetzen. Wir können da zwischen zwei Straßen, zwischen zwei Randsteinen, können wir diese Plane bereits auslegen und können das verunreinigte Wasser, das von da oben kommt, hier in dieser Plane auffangen, bis es vielleicht 10, 15, 20 cm hoch ist. Dann können wir mit der Pumpe rein, mit dem Saugwagen und das Wasser entsorgen, sodass nicht es weiterläuft in den Bach rein. Das ist auch wieder eine Anwendungsmöglichkeit dieser Plane für die Feuerwehr sehr schnell vor Ort. Okay, jetzt. Gut, jetzt werden wir schauen. Das ist das Leichtbaumodell, genau gleich geschnitten, genau gleich verarbeitet, aus einem billigen Material, sogenannte Einwegsperre. Ich habe sie auch schon mehrmals gebraucht, bis sie dann eben kaputt gegangen ist. Im Bach eignet sie sich nicht besonders, weil sie dann, das Material ist zu schwach. Aber hier werden wir sie jetzt am einen Ende anklettern. Gerade schauen, wo dieser Klettverschluss ist. Doch. Hier das da vorne. Das Ende muss da vorne angeklettert werden. Müssen wir die ganze Breite oder können wir das ein bisschen da in diese Ecke rein? Dann werden wir jetzt das ganze System, jeder kann vorne anhalten und sie da vorne quer drüberlegen.
Sandsäcke zum Drauflegen. Ja, oder? Wir werden dann die kleine 15 cm oder wir werden dort eine kleine Ecke machen. So. Sandsäcke hier im hinteren Bereich hinlegen. Hä? Thank you.
bloß ein Vor, ein kleines Stück, das man verteidigen kann. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen etwas erreichen. Wenn wir hier eine kleine Stauung machen, dann ist das Wasser, wird das Wasser gezwungen, durch meine Tränen zu holen. Meter aufgestaut sind, haben sie ihren Graben gemacht, das Kabel drin, können die Sperre wieder wegnehmen und haben praktisch keine Umweltschäden produziert. Man kann die auch im Baubereich, eben wenn man einen Fluss, irgendeine Mauer reparieren will, kann man natürlich auch mit der Sperre das Wasser umleiten. Man kann oben einen Trichter auflegen und das Wasser in einen Schlauch an der Baustelle vorbeileiten. Das sind alles Möglichkeiten, die man mit dieser Sperre sehr schnell, sehr einfach machen kann. Ich denke, dass wir das Wasser vielleicht abstauben können. Wieder funktioniert hat, ist es dann wieder überströmt. Es gibt auch die 50 cm mit diesen eingenähten Metallplatten, dieser Reiz drin, gibt es auch. Ich würde sagen, dass wir jetzt die Kleine hinten, da gegen das Gulli, so auslegen und dann das Wasser runterlassen, um das Wasser dort in das Gulli abzuleiten. Vielleicht so. Nur eigentlich direkt so. Dass es vor diesem Gulli das andere rüberläuft. Gut. Aber sonst ist das ganze System eigentlich stabil. Situation, die wir bei Starkregen immer wieder haben, oder?
Es sind genau die Situationen, die wir immer wieder haben in den letzten Monaten bei diesem Platzregen, wo das Wasser plötzlich so daherkommt und wir haben eigentlich nichts, um da schnell irgendeine andere Richtung zu gehen. Also es gibt Feuerwehren, die haben die kleine 9 Meter, 15 cm Sperre bereits im ersten Offizierfahrzeug. Permanent immer dabei. Wenn die an eine Havarie kommen mit Öl, Benzin oder andere Flüssigkeit, das in eine falsche Richtung läuft, kann der erste Offizier bereits versuchen, etwas zu machen. Abgefahrene Hydranten, Wasserleitungsbruch und irgendwo kommt so Wasser die Straße runter und fließt irgendwie in eine Garage rein. Mit diesem System kann man sehr schnell sehr viel bewirken. So, wir haben hier jetzt welche Höhe aufgebaut gehabt? Also das ist eine Sperre, die kann bis zu 50 cm hoch stauen. Ich habe jetzt nicht gemessen, das waren vielleicht 35, knapp 40 cm. Jetzt kommt noch mehr Wasser und jetzt ziehen die Feuerwehrleute diese Sperre weg und tun eine andere hin oder kommt die andere davor, die höhere? Weil sie sehen, es wird noch mehr Wasser, es muss eine 1 Meter oder eine 2 Meter aufgebaut werden. Also wenn sie eine zweite, eine höhere Sperre haben, dann werden sie dahinter eine neue Verteidigungslinie aufbauen und die dort einrichten und diese überströmen lassen. Das geht nicht anders. Wir können diese nicht aufbauen, wie ein Sandsackwall, den wir einfach beliebig immer wieder höher bauen können. Hier haben wir diese 50 cm. Das muss aufgrund der Gefahrenkarte, aufgrund der Erfahrung und der Situation, muss der Einsatzleiter sagen, hier setzen wir diese 50 cm ein, mehr sollte da nicht kommen. Wenn mehr kommt, ist es dann eben ein Jahrhundertereignis. Ja. Das sollte man vielleicht in der, wenn links und rechts von einem Bach alles überflutet ist, sollte man das Teil in der Mitte der Straße links und rechts aufbauen, weil man nicht weiß, ob noch mehr kommt, dass dahinter eine höhere gebaut werden kann. Es ist sicher gut, wenn man einfach im Hochwasserbereich, wenn der Bach überläuft, dass man sich irgendwo zurückzieht auf eine Verteidigungslinie und sagt, bis hier lassen wir es kommen, aber nicht weiter. Und die Verteidigungslinie, das ist wie beim Brandfall auch. Wenn ein großes Gebäude brennt, dann müssen wir auch entscheiden, wo ist die Haltelinie und wo lassen wir es brennen. Und das kann sein, dass es einige Häuser dann einfach nass werden und die anderen werden geschützt. Und wir müssen im Hochwasser auch immer im Hinterkopf haben, dass wir das Wasser nie zurückhalten können. Es wird immer kommen. Wir können es nur in eine andere Richtung lenken, wo es weniger Schaden macht. Also müssen wir versuchen, schon in der Planung vorher gewisse Hochwasserkorridore festzulegen, diese Korridore vielleicht mit festen baulichen Maßnahmen so zu sichern, dass wir dort eine gewisse Menge Wasser ableiten können und dafür können wir hinten das andere Quartier dafür schützen. Aber Wasser wird immer zu viel da sein, dass wir im Moment nicht wegbringen, wir können es nicht wegzaubern, das ist einfach so. Wir können es nur umleiten in Bereiche, wo es weniger macht. Wenn es auf den Fußballplatz macht, ist das weniger schlimm, als wenn es in die Telefonzentrale reinläuft. Wenn es auch durch die Straße in einen Garten hineinläuft, dann wird der private Gartenbesitzer keine Freude haben. Aber wenn auf der anderen Seite die Bäckerei und der Metzger am Morgen wieder funktionieren, dann haben alle mehr Freude daran. Das ist einfach so, wir können es nicht ändern. Und im Hochwasserbereich ist eine gute Vorplanung absolut das Wichtige. Wo kommt das Wasser? Wie hoch könnte es etwa kommen? Wo habe ich Absperrmöglichkeiten? Wo habe ich Korridore, wo ich es ableiten kann? Das sind Fragen, die im Vorfeld abgeklärt werden müssen, die durch Begehungen erkannt werden müssen, mit Plan
Ingenieuren möglicherweise mit Niveau, das geht dann oft manchmal um 15 cm, reicht es hier oder es fließt es über. Das sind alles Sachen, die kann man vorher eigentlich machen. Ist nicht ganz einfach, ist ein bisschen aufwendig und wenn immer so schönes Wetter ist wie heute, glaubt sowieso keiner, dass Hochwasser gibt. Vielen Dank. TV Überregional ist jetzt hier mit der Feuerwehr. Stellen Sie sich mal bitte den Zuschauern vor. Ich bin der Rudi Jungen aus der Schweiz. Ich bin ehemaliger Feuerwehroffizier, war über 30 Jahre aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr Frutigen, Berner Oberland. Und zu diesem Produkt bin ich gekommen, weil wir dort im Tunnelbau Wassereinbrüche hatten und etwas sehr Schnelles brauchten, um das Wasser abzuleiten. Ihnen ist da etwas eingefallen und das haben Sie jetzt hier gezeigt, dass in verschiedenen Ortschaften oder bei verschiedenen Situationen die Feuerwehr oder der Bürger, der es ja auch kaufen kann, die Möglichkeit hat, sich zu schützen und die Feuerwehr die Bürger zu schützen. Ja genau, das System wurde an der Erfindermesse in Genf im Jahr 2000 vorgestellt. Und seitdem bin ich mit diesem Produkt unterwegs in der Schweiz, Deutschland und Österreich, wo wir versuchen, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es noch etwas Schnelleres gibt als Sandsäcke. Wir haben das jetzt im Film gesehen. Es gibt also die Möglichkeit, dass ein Mann, der vor Ort ist, ein Paket nimmt und ausrollt. Ja genau, mit der kleinen, mit dem Feuerlöscher gegen Hochwasser, was ich immer sage, die kleine 15 cm Sperre, die mit integrierten Gewichten vorne schon bestückt ist, die kann man wirklich wie ein Feuerlöscher nehmen, wenn das Wasser über die Garagekante runterläuft und dann einfach ausrollen und das Wasser in einen Bereich ableiten, wo es weniger oder keinen Schaden macht. Wenn jetzt jemand Interesse hat, der kann sich dann bei der jeweiligen Feuerwehr melden in seinem Ort. Ja, ich denke, dass viele Feuerwehren aus den Feuerwehrzeitungen bereits über dieses Produkt informiert sind. Daneben habe ich eine Webseite Hochwasserschutz mit Bindestrich geschrieben.ch aus der Schweiz. Oder wenn man Rudi Jungen Schweiz eingibt, dann findet man über Hochwasser fast immer diese Sperre auch. Und da sind über 70 verschiedene YouTube-Filme und Anwendungen gezeigt. Noch ein letztes Wort zu den Zuschauern. Ja, ich bin immer wieder erstaunt und begeistert, wie ernsthaft die Leute ihre Aufgabe nehmen, zum Schutze des Bürgers bereit sind, Samstage zu opfern, um neue Produkte anzuschauen. Und das freut mich immer ganz besonders. Vielen herzlichen Dank auch im Namen unserer Zuschauer. Dankeschön. Merci.